wichtiger Grundgedanke ist, dass wir immer Spaß haben. Juhu! Wir unterhalten uns gerade über Freundschaft und über unsere Freundschaft in Spanien und überhaupt über das Thema Freundschaft. Und eine spezielle Freundschaft, eine spezielle Form der Freundschaft ist natürlich auch die Liebesbeziehung. Und da möchte ich dir, liebe Christine, gerade sagen, dass du meine beste Freundin bist. Und dass so etwas Spezielles ist in einer Liebesbeziehung, aber doch, dass wir ein super Team sind, sozusagen ein Vorbild für eine Paarbeziehung, die gleichzeitig eine Freundschaft ist. Und das ist ja auch etwas Spezielles, das muss nicht immer der Fall sein. Und wir feiern heute auch unsere Freundschaft, 3 Jahre in Spanien. Die Vorspeise steht bereit. Und deswegen gibt es jetzt eine kleine Pause des Verspeisens. Freundschaften haben für mich ganz sehr verschiedene Aspekte und ganz verschiedene Felder. Aber alles zusammengefasst finde ich, Freundschaften ist etwas, das uns hier auf Erden verankert und uns das Leben als Freude erleben lässt, in Freude erleben lässt. Die Freundschaft mit mir selber ist die Basis für alle Freundschaften, die ich schließe. Freundschaften, das ist Liebe. Das ist Liebe aufgeteilt in diese verschiedenen Teile. Wenn ich meine Freundschaften betrachte, dann sind das Freundschaften, die basieren auf einer gemeinsamen Geschichte, auf einer uralten Geschichte. Meine Schulfreundin, die immer noch meine gute Freundin ist, sie weiß alles über mich und ich weiß so vieles oder eben vielleicht auch alles über sie. Und das gibt eine Verbindung. Wir können immer auf etwas zurückgreifen und kreieren auf dieser Basis unsere Freundschaft immer weiter und weiter. Dann gibt es Freundschaften, die sind ganz kurz. Wir können jemanden begegnen, fühlen eine Ebene, eine Herzebene. Wir fühlen, dass wir gemeinsame Erfahrungen gemacht haben. Wir fühlen, dass wir vielleicht an einem selben Ort stehen. Ein kurzes, intensives Gespräch kommt zustande. Auch das ist Freundschaft. Ich möchte Freundschaft nicht definieren mit der Länge, sondern mit der Dauer der Freundschaft, sondern mit der Intensität. Eine Intensität, die im Moment stattfindet. Auch mit meiner alten Schulfreundin wird die Freundschaft immer wieder durch die Intensität des Moments gestärkt. Freundschaft und Liebe, das ist ein Riesengeschenk. Ich danke dir, Roland. Ich habe auch Freundschaft mit einer Kultur, mit einer Sprache, mit einem Land, mit einer Natur geschlossen. Ja, mit diesem Land hier im Süden an der Sonne. Ich genieße es, das Rauschen des Meeres zu hören, fühle mich verbunden über das Meer mit der ganzen Welt.